Willkommen zurück zu einer weiteren forschungsreichen Folge Destroy All Humans. Freut mich, dass du da draußen wieder Teil der Forschung bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ihr da draußen wollt ein wenig rein supporten und dieses wunderbar abgedrehte Spiel hier gewinnen. Geht ganz schnell, einfach nur eine Bewertung dalassen. Kommentar schreiben mit eurem Discord-Namen und natürlich auch, sehr, sehr wichtig, wollt ihr es für die PlayStation 4, die Xbox One oder für den PC? Ihr habt die Qual der Wahl. Einfach alles kommentieren. Gut, jetzt geht's weiter. Wir müssen den hier lenken. Mein Freund, komm mit mir. Oh ja, unterwirf dich mir. Werde mein Sklave. Okay, gut. Alles klar. Mit Sprengstoff. Ich brutzle einfach alle weg. Wissenschaftler, Agent. Oh, saftige Gehirne. Die schmecken mir so gut. Die schmecken mir so verdammt gut. Oh ja, Einstein, gib mir deinen Saft. Gib mir deinen Hirnsaft. Vorsicht, Kumpel, ich will dich nicht brutzeln. Pass nur auf. Komm schon, Gehirn, Gehirn, Gehirn. Okay, wir brauchen hier unbedingt mehr Soldaten. Oh, hier drüben ist noch was zu mitnehmen. Wartet mal. Lecker. Ey, Kumpel. Los, tanz. Warum hast du das getan? Oh, das war gar kein Sprengling. Rempel mich nicht an. Lass es einfach. So, hier ein. Oh Gott, brauchen wir viele. Weg da. Nein, ich brauche Sprengdinger. Ich brauche super viele Sprengdinger. Boom. Genau die hier brauchen wir. Und Gehirne. Mega hammermäßig viele Gehirne. Komm mit Bert, komm mit Bertie Boy. Folge Elvis, folge Elvis. Ah, das hier muss explodieren. Achtung! Bam! Wie, jetzt nur einer ist gestorben? Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Haben wir hier noch irgendwas, was wir sprengen können? Du, komm mal her. Was? Oh. Das wird nicht so leicht, wie ich mir das dachte. Egal, noch können wir hier eine Menge eliminieren. Denn unser Freund muss ja hier zum Raumschiff. Achtung. Ja, so ist gut. Alles muss sterben. Alles muss explodieren. Noch ein Bonus, noch ein Bonus. Na also, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Freunde. Schön lecker hier Gehirn mitnehmen und alles vernichten, was geht. Bert, komm mit, Bert. Bonus, Bonus, Bonus. Ey, Kumpel. Gönn dir. Einer fehlt noch. Okay, wir brauchen hier noch einen Soldaten. Wow, 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 die Maschine da hinten gefällt mir gar nicht. Oh nein, ist hier kein Soldat mehr in der Nähe? Ich habe keine Muni. So, jetzt. Haben wir hier irgendwo noch einen Soldaten, den wir zerstören können? Komm schon, gib mir Energie. Sehr gut. Soldat, Soldat, Soldat. Es muss nur noch einen geben. Das wäre natürlich mal wieder super mega ätzend, wenn es an einem scheitern würde. Alter, hier ist wirklich niemand mehr. Hier ist wirklich niemand mehr. Keine Verstärkung, keine Truppen. Näher ran! Der Scanner ist außer Reichweite. Was? Oh nein. Bert, wo bist du, Bert? Hier unten. Was ist hier los? Du bleibst schön in meiner Nähe. Alter, mir fehlt wirklich ein Soldat. Finde ich hart ärgerlich. Finde ich sehr, sehr hart ärgerlich. Ist hier unten vielleicht noch irgendjemand? Kriegen die keine Verstärkung oder so? Soldaten! Irgendjemand hier? Irgendjemand, der vielleicht noch ein bisschen kämpfen will. Was machst du denn da? Zurück in Reichweite mit dir. Ich suche einen Soldaten, Pox, ja? Na gut, wir kriegen den Bonus nicht.
Kein Bonus. Komm mit. Okay, warte mal. Kommen da vorne neue? Diese roten Punkte? Sind das vielleicht Soldaten? Das wäre so genial. Wenn hier nochmal eine Fuhre kommen würde. Nö, das sind nur hier diese Schnell, Jeeps. Crypto, näher ran. Der Scanner ist außer Reichweite. Wie kann der denn schon wieder außer Reichweite sein, ha? Huh? Kollege. Komm mit. Sein Gehirn ist nur noch Brei. Ja, was machst du denn da? Komm! Gott, was für ein Dulli, oder? Gut, beenden wir die Mission. Leider. Leider beenden wir sie. Ach, das gibt's doch nicht. Was macht ihr denn da hinten? Jetzt komm mit, Dude. Hopp. Qualvoll, wirklich qualvoll das Ganze hier. Ja, los. Ey. Dieser Vollidiot. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Kleines Stückchen. Komm hier rein. Schade um den Bonus. Wegen einem Soldaten. Voll ärgerlich. Wenn man es kann, warum nicht noch ein bisschen rein zerstören, ne? Wieso auch nicht? Mission erfolgreich. 90% wieder. Tja, der Mann ist weg. Wegen Streit um Gehalt Job gekündigt, wer es glaubt. Ey, die Regierung hat immer irgendwelche dämlichen Ausreden. Lügenpresse! Wolltest du ein Raumschiff-Upgrade? Oder etwas ein wenig Persönlicheres? Ja, ich frage mich, wie kommt man an den Skin? Ah, okay. Schließe alle optionalen Missionsziele in Mission 18 ab, um diesen Skin freizuschalten. Und wie kriegen wir den hier? Aha. Und den hier? Mission 12. Okay, okay, okay. Was nehmen wir denn jetzt? Gerade rennen wir rum als King. Komm, wir nehmen mal den hier. Den hatten wir noch nicht. Wir hatten nur The Killing Joke. Aber diesen widerlich unheimlichen Clown hatten wir noch nicht. Und ich habe voll wenig DNS. Was nicht gut ist, Freunde. Was ganz und gar nicht gut ist. Hier hätten wir Randal und Ren. Gehen wir mal nach Rockwell. Wir gehen mal ganz kurz nach Rockwell und chunken ein wenig unseren Juice auf. Wusch. Weg mit uns. Da waren wir auch nur einmal, deswegen haben wir da auch sehr, sehr wenig von diesen Drohnen. So, na Leute, was geht hier? Du kleiner Schändling, dich pump ich voll mit Blei. Guck mal, ich bin nur so ein kleines, harmloses Alien und die drehen direkt durch und schießen auf mich. Klar, ich sehe aus wie ein bösartiger, perverser Clown, aber trotzdem. Guck mal, wie niedlich ich bin. So ein niedlicher Dude. Kleine grüne Männchen. Kommunisten. Was haben wir denn hier? Wir werden angegriffen. Okay, Randale klingt gut. Produktinformationen in diesem Fernsehen haben meine Geschmacksrezeptoren angeregt und es verlangt mich nach einem Snack. Wiederkäuer Grillgut. Mach ihnen Feuer unter den Hintern mit. Tja, Feuer oder Elektrizität. Wegen mir auch eine Explosion. Egal, solange es das Fleisch schön ansenkt. Okay, wir müssen hier Kühe wegrotzen. Aber wie lange müssen wir das machen? Okay, wir nehmen mal ein bisschen Strom. Die Kombination macht es am Ende. Mama, mein Gehirn! Guck mal hier, wir verbrennen ganz viele Kühe. Okay, ich habe keine Energy mehr. Gute Arbeit, Crypto. Schneller, komm, wir brauchen mehr Kühe.
Wir brauchen viel mehr Kühe. Das ändert alles. Wie, das ändert alles? Wieso? Haben wir irgendwas Neues? Komm, hier, zack. Extraterrestrische! Komm, 1 Minute 34. Da geht noch ein bisschen was. Warum sind die Kühe jetzt hier gestorben? Ich hab den ersten Stern. Ich brauche mehr. Kreaturen aus dem Weltall. Mehr Kühe. Wir brauchen unbedingt mehr Kühe. Wo sind die anderen Kühe? Hier drüben sind Kühe. Sie wollen unsere Löcher. Oh, warum bin ich so langsam? Ich bin so verflucht langsam. Perfekt. Der zweite Stern, der kommt. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schön hier rein. Alles bei mir. Ich stehe in Flammen. Den Bullen hier, den holen wir auch noch weg. Nur noch eine mickrige Minute, um deine Aufgabe abzuschließen. Alter, das kriegen wir dicke hin. Ich werde die Instrumente rekalibrieren müssen, um das einbinden zu können. Aus dem Weg, ihr dummen Menschen. Gute Arbeit, Crypto. So, hier nochmal reinbrutzeln. Das nenne ich mal ordentlichen Kuh-Terror. Wow, wir haben es geschafft. 3 Sterne. Na also, geht doch. Nein! Winner, Baby! Absoluter Gewinner! Absoluter Gewinner! Tja, nachdem ich ungefähr 200 Kühe weggebrutzelt habe, fühle ich mich gut. Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen mehr mache, bin ich ein Bonus. 2, 1 und 0. Ich will mir die Zeudopodien abschlecken. All diese Fleischscheiben, die Soßen, die einheitlich großen Käsequadrate, der industriell gezogene Salat. Dieses Fastfood ist... Crypto, ignoriere diese Übertragung. Es ist widerlich, das wollte ich sagen. Quasi gar nicht essbar. Ich muss das Ding hier irgendwie ausmachen. Der kleine Pox ist süchtig. Süchtig nach Fastfood. Ja, geil, Mann. Direkt hier 3 Sterne geholt. Endlich. Wie endlich. Bitte? Kommunisten! Sag was, Hühnchen, willst du tanzen? Bock, bock! Weltraum, Baby! Ey, das ist so gestört. Das ist so gestört, dieses Spiel. Aber auf so eine gute Art, Mann. Alter, wie der Hut weggeflogen ist. Flup. Hier ist Betreten verboten. Betreten verboten? Nicht für mich. Ich kann hin, wo ich will, wann ich will. Auf die Knie, oh, da oben ist noch was. Alter, das Gebäude hier sieht fett aus. Komm schon. Gib mir, gib mir, gib mir. Ich bin gierig. Ich bin sehr, sehr gierig. Da drüben ist auch ein Rennen. Das würde ich auch ganz gerne noch machen. Danke. Martha, komm schnell! Da frisst ein riesiger, haarloser Hamster... Ein riesiger, haarloser Hamster frisst mal wieder alle auf. Außerirdische Invasoren! Stopp! Ja, so ein bisschen hier mitnehmen ist immer geil. Martha, hol mir die Schrotflinte! Den Schild schnapp ich mir. Die geben aber leider nur 25. Gibt es irgendein Upgrade, dass das Gehirn mehr wert ist? Wir werden angegriffen! Hilfe! Plop! Plop! Okay, hier drüben ist das Rennen. Bei der großen Kuh. Rennen! Let's do this! Fang die Drohne! Fang die Drohne, die bei der Statue des Wiederkäuerherrschers schwebt! Schnell, bevor sie diesen Hinterweltlern in die Hände fällt! Okay, kann man die Drohne überhaupt wirklich fangen? Oder muss man einfach nur hier die ganzen Sachen einsammeln? Perfekt! Ich hab keine Angst vor dir, Weltraumzwerg! Oh, wo ist die hin? Extraterrestrische! So, hier ist der Boost. Hey, die hole ich doch niemals ein. Ist mal im Ernst. Komm her, Kleiner. Also diese Rennen sind gar nicht so easy. Tanz für mich. Los, tanz. Alter, Explosionen gibt's ja auch noch. Nein! Ein außerirdischer Angriff! Welche Drohne nicht einfach irgendwie anhitten, lahmlegen, leicht beschädigt, ist ja auch ganz gut. Okay, wir haben den ersten Stern. Oder bist du marsianischer Faulschleim? Marsianischer Faulschleim?
Pox erinnert mich immer ein bisschen an Vader Sim. Minute, um deine Aufgabe abzuschließen. Oder? Gut. Ist schon perfekt. Ey, jetzt hör doch mal auf, hier die ganze Zeit auf diesen kleinen, unschuldigen Killer-Clown zu schießen. Jetzt aber Tempo. So, ich habe die Drohne, aber ich habe nicht alle Sterne, ne? Nee, ich... Ah, okay, das also man... Das ist eine Erleichterung. Allerdings zum Thema sich selbst zerstörender Drohnen-Kryptung. Das kann nur dein Fehler gewesen sein. Oder... Moment. Könnten meine menschlichen Testobjekte einen Weg aus ihren Käfigen gefunden haben? Was? Wer weiß das schon? Nee, einer fehlt wieder. Ah, jedes Mal. Komm, ich versuch's noch einmal. Einmal ziehen wir noch durch. Was? Da muss man neu laden für... Okay, man muss wirklich alles einsammeln. Wenn man alles einsammelt, dann bekommt man auch alle Sterne, denke ich. Fang die Drohne, die bei der Statue des Wiederkäuerherrschers schwebt. Schnell, bevor sie diesen Hinterweltlern in die Hände fällt. Für den Boost. Ich brauche den Boost. Kleine grüne Männchen. Ich meine, die Drohne wird ja auch nicht schneller. Also im Endeffekt ein guter Tag zum zählt nur eins. Alles einsammeln. Hervorragende Arbeit, Crypto. So, kriegen wir diesmal alle Sterne hin. Ich muss sagen, die Zerstörungsmissionen, die werden deutlich leichter, wenn du halt stärkere Waffen hast. Da wird das deutlich einfacher für uns. Wow, 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 ich hab Kontrolle verloren. Beeil dich! Oder bist du martialischer Faulschleim? Nein, bin ich nicht! Zur Seite mit dir! Huh! Martianer! Keine Ahnung, ob wir diesmal wirklich besser sind. Ich glaube, ich habe schon mal mehr von diesen Boostpunkten eingesammelt. Halt dich ran! Kleine grüne Männchen! Ich verschone dich vielleicht. Okay, wir haben zwei Sterne wieder. Schneller! Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Und ja, wir haben es. Das ist eine Erleichterung. Allerdings zum Thema sich selbst zerstörender Drohnen, Crypto. Das kann nur dein Fehler gewesen sein. Oder... Moment. Moment. Meine menschlichen Testobjekte einen Weg aus ihren Käfigen gefunden haben? Wahrscheinlich, Pox. Wahrscheinlich. So, geht doch. Geht doch, Friendos. Gut, wir haben jetzt 8000. Drei Sterne. 8 von 30. Oh mein Gott, gibt es hier viel zu sammeln. Aber wir gehen ja eh immer wieder hierher, weil wir diese ganzen Challenges mitnehmen. Ich will sie zumindest mitnehmen, weil es eigentlich ganz nett ist. Warum nicht? Und wie gesagt, ich hätte gerne alle Upgrades. Ich finde das Spiel genial. Oh, nicht schon wieder eine Invasion der Außerirdischen. Och nein, nicht schon wieder Aliens, die uns hier alle zerstören wollen und unsere Gehirne zum Platzen bringen. Ein Mutantenschwein. Mama. Ich sehe doch nicht aus wie ein Schwein. Ich bin ein Clown. Ein Killer-Clown, verdammt noch eins. Alien-Killer-Clown, bitte. Danke. So, dann machen wir die nächste Mission. Ich wollte hier noch gucken... Wahrscheinlich hier vorne gibt es noch bestimmt eine kleine Drohne. Die schnappen wir uns noch, bevor wir gehen. Na, hier ist doch so ein Regierungsfahrzeug. Echt? Keine Drohne? Extraterrestrische! Was? Wir können ja nichts sein. Ich bin enttäuscht. Ich dachte eigentlich, hier wäre nochmal dick was zu holen. Aber hier drüben ist einer. Eine einzige. Schwach, Leute. Ultra schwach. Ja gut. Nix wie raus hier. Mr. Weltraumbaby. Ey, die wehren sich ja richtig. Ah, ah, ah. Du noch. So. Wir haben jede Menge Punkte. Das bedeutet, wir können uns laben. Komm nur näher. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiffe, Upgrades are us. Alles klar, mein Freund. Hier geht's noch nicht weiter. Auch nicht. Schild würde mich hart interessieren. Okay, nehmen wir uns mit. Schildstärke hier verbessern. Flups. Analsonde, auch immer ganz gut. Aber
Wir machen hier noch ein bisschen weiter, weil die Waffe ist extremst stark. Und das war's schon wieder. Kaum verdient, schon wieder alles ausgegeben. Geht hier irgendwie super mega fix. Nicht wahr, Killer Clown Freund? Wupp. Ja, der will mich. Der will mich fort, der Verdammten. Okay. Wendet sich um 18 Uhr an die Nation. Bewahrt schweigend zum Inhalt des Nachrichtenspezials. Der Erfolg der Übertragung hängt von dir ab, Crypto. Du beschützt für uns diese mastigen Sende, Masten. Es gibt einen Transmitter am Fuß jedes Masts. Wenn die Armee die Übertragung unterbrechen will, muss sie zuerst diese Transmitter ausschalten. Alles klar, wir transmittern. Sperrgebiet. Dringe zum Verteidigungsbereich vor. Ja, aber die Folge ist auch schon wieder durch. Leider. Warum die Folgen so kurz sind? Nun, weil ich mitten in der Urlaubsvorbereitung bin und ich euch natürlich mit 200.000 Videos am Tag versorgen möchte. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einer kleinen Bewertung unterstützen würdet. Denkt an das Gewinnspiel. Ansonsten abonnieren, Glocke aktivieren, um hier nichts mehr zu verpassen. Naja, mehr oder weniger. Wir alle wissen ja, die Glocke, sie läuft nicht besonders gut, aber trotzdem. Gut, wir sehen uns ganz, 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 ganz bald wieder bei der nächsten Folge. Danke für den Support und tschüss!